Wenn man auf den Ederhof kommt, wenn man den schönen Ort sieht, wenn man die Berge und die grünen Wiesen sieht, dann hat man sofort das Gefühl einer besonderen Idylle und ja, so ein bisschen eine Assoziation zum Paradies. Und dann denkt man sich, die Kinder, die hier sind, die sehen doch eigentlich auch alle ganz gesund aus und sind gut unterwegs. Warum braucht es eigentlich eine Einrichtung wie eine Sonderkrankenanstalt mit so vielen verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten? Unser Reha ist ja zurück ins Leben führen, die Eltern mit Wissensvermittlung nach Hause schicken, also Medikamente eventuell neu zu justieren, umzustellen, also wichtige Parameter sofort bestimmen können und sofort reagieren können, gibt natürlich auch viel Sicherheit. Also das war für uns auch, ich sag mal, das schlagkräftige Argument, dass wir hier gut aufgehoben sind. Dass wenn was ist, einfach eine Nephrologin vor Ort ist, die uns auffängt, die da ist und die guckt, die Schwestern sind rund um die Uhr da, ihr könnt die wichtigsten Parameter oben gleich im Labor abnehmen und es kann gleich reagiert werden. Einmal muss man leben lernen mit einem neuen Organ, muss Medikamente nehmen, muss Infektionen vermeiden, muss Herausforderungen, gerade auch körperlicher Art, bewältigen. Auf der anderen Seite muss man verarbeiten, was in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, in der Wartezeit auf ein Organ tatsächlich an Belastung alles aufgeladen worden ist. Also wir haben die Diagnose ja letztes Jahr im November bekommen. Das fängt ja ganz klein an und baut sich dann innerhalb von ein paar Wochen zu einem Drama dann auf. Mhm. Und es zieht einmal dauernd die Füße weg. Man beschäftigt sich mit Worten, mit Fremdworten, die man vor einem Jahr nicht mal wusste, wie man die ausspricht oder schreibt. Ja. Und man hofft halt jede Woche neu, wenn man in die Klinik fährt. Ja, es ist immer ein Bangen und ein Hoffen. Und immer wieder die Füße verlieren unter dem Boden. Diese Angst auch lebbar zu machen, mit dieser Sorge auch tatsächlich ein gutes und gelingendes Leben zu führen, dafür arbeiten wir hier auf dem Ederhof. Ja, sehr. Also man nimmt viel mit von hier. Selbstbewusstsein, nicht alleine auch zu sein hier einfach, sondern zu wissen, okay, es gibt mehrere Leute, die diese Erkrankung haben, weil in Schulen und so ist das ja alles nicht so. Und dann zu wissen, du bist nicht alleine und diese ganzen Schmerzen, was man durchgemacht hat, alles, das motiviert einen schon. Und deshalb ist dieser Ort hier so schön, weil man nicht immer ständig was denken muss. Man ist immer frei. Es freut uns, dass wir gerade in den letzten Jahren immer mehr berühmte Personen für den Ederhof gewinnen konnten. So zum Beispiel Roland Kaiser oder die Gruppe Milky Chains oder Jasmin Wagner, bekannt als Blümchen, oder auch Frank-Walter Steinmeier. Alle diese versuchen mit ihrer Berühmtheit Öffentlichkeitsarbeit für den Ederhof zu leisten und einmal das Licht auf unsere Kinder zu lenken. Unser Ederhof besteht jetzt seit 27 Jahren und gerade in den letzten 2-3 Jahren hat die Bichlmeier Stiftung sehr viel Geld in den Ederhof investiert, um auf dem neuesten Stand zu sein, um die neuesten Therapieansätze umsetzen zu können. Aber trotzdem, in der Realität ist es so, dass wir circa einem Drittel unserer Patienten absagen müssen, weil wir zu wenig Therapieplätze haben. Wir müssen also unbedingt in den nächsten Jahren entsprechend ausbauen.